Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es ist jetzt langsam Zeit, Plätzchen zu backen. Und zum Wochenende habe ich meine kleine Enkelin und die hat Lust mit mir unsere erste Plätzchen zu backen. Und wir haben heute überlegt und wollen wir eine Plätzchen mit Streusel und oben Marmelade noch machen. Und jetzt erstmal fangen wir mit dem Teig. Und Lilian möchte ganz alleine erstmal den Teig zu machen. So, was machen wir als erstes, mein Schatz, wie immer? Nehmen wir Backpulver, geben wir zu dem Mehl und werden wir sieben. Aber du kannst selber sagen auch, ja? Sei nicht so schüchtern. So. Ja. Guck mal. Mit dem Sieb. Tup, 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 tup. Und das mit dem Finger. Das meiste Backpulver, ein bisschen so, wird hart. Ja, deswegen sieben ist immer so wichtig, ja? Mhm. So, danach geben wir alle restlichen Zutaten, was Oma hier schon auf dem Tisch gestellt, in die Schüssel und werden wir erstmal unseren Teig zubereiten. Das ist dann jetzt auch Butter, die weiche Butter. Nicht schlimm. Wenn ein bisschen. Wir haben dann noch Streusel zu machen, deswegen nicht so gut. Danach, was haben wir da? Mandel. Mandel musst du in Kamera sagen, nicht mir. Mandel geben wir rein. Jawohl. Und ich habe jetzt ein bisschen Mandel genommen. Es sind die 100 Gramm. 75 Gramm gehen in den Teig. Und dass diese kleine Rest nicht rum hier liegt in meiner Schublade, machen wir einfach in unsere Streusel rein. Und dann passt das alles. So, dann Zucker, Mandellikör, 2 Esslöffel nehmen wir. Ja, einfach so reingießen, mein Schatz. Jawohl. Dann haben wir noch Prise Salz, riecht gut, ja. So eine Prise, nee, das ist wird zu viel. Nur auf einen, genau, nur Prise Salz. Jawohl. Und ein kleiner Teelöffel selbstgemachte Vanillezucker. Ne, kannst du schon Teelöffelchen geben. Genau. So. Upsi. Ja. So, jetzt haben wir alle Zutaten für den Teig in die Schüssel. Es wird hier kein Ei verwendet. Und jetzt nehmen wir den Mixer. Mal schauen, ob mein Kleiner hier zurechtkommt. Oma hat die Steckdose ganz hinten. Geht so. Und werden wir erstmal mit dem Mixer verrühren, so wie es geht. Mein Schatz, so einfach. Auf die langsame Stufe kriegst du hin, ja? Ja, das hast du schon mal gemacht. Genau. Jawohl. Auf die langsame Stufe und dann machen wir mit den Händen. Hältst du dein Schüssel fest? Jawohl. Mach mal erstmal aus. Jawohl. Und dann machen wir erstmal von den unserer Mixerchen Butter runter und machen wir nochmal. Genau. Und jetzt hier mal Schüssel fest. So, das reicht dann schon. Mach mal aus. Jawohl, mein Schatz. So, es ist jetzt richtig schön, so Krümelchen richtig schön feucht. Das kann man jetzt aus dem richtig gut den Teig kneten. So, die Knetehaken müssen wir nicht sauber machen, weil wir werden auch noch Streusel machen. Auch dann mit dem Mixer. Deswegen kann ich die gleich reinstecken und an die Seite stellen. Jetzt werden wir unseren Teig auf den Tisch geben. Ja? Und werden ein bisschen Matschi-Matschi machen. Ja? Das müssen wir jetzt alles zusammenkneten zu so einer Kugel, dass wir dann später ausrollen können. Soll Oma jetzt etwas vorkneten oder willst du gleich alleine? Gleich alleine? Mach mal. Genau, so schön, so ein Teig machen, genau, jawohl, nicht so viel Mehl. Guck mal Oma, zeig dir mal kurz, machst du so und dann so, was? Dann drehst du so rum, diese trockene hier nach oben und dann richtig schön fest und von deinem warmen Hähnchen wird die Butter noch weicher und dann wird das alles zusammen. Mach mal.
Ja, richtig schön fest. Ja, so viel wie du Kraft hast. Jawohl. Na, guck mal. Das wird schon langsam. So, jetzt haben wir, zeig mal, unsere Teig hier in die Kamera, wie er aussieht. So sieht er aus. Schaut, ist auch schön weich. Richtig angenehm. So, jetzt machen wir so eine Rolle, weil es ein bisschen zu viel ist. Ja? Und teilen wir auf die zwei Teile. Sehr gut. Wir können aus dem Teig gleich ausbacken. Müssen wir gar nicht sogar in den Kühlschrank legen. Okay, machen wir die Hälfte. Ja, ist egal. Muss nicht genauso sein. Eine Hälfte legst du da auf die bemehlte Dings. Aus den anderen machst du wieder eine Kugel. Den Kugel machst du ein bisschen so flach an den Tisch. Und da kannst du auch sogar ein bisschen so Mehl mit deiner Hand so nehmen und zack, ja, bemehlt sein. Dass der Teig dann nicht klebt an den Tisch, ja? Ja. Jawohl. So, machst du ihn jetzt flach ein bisschen mit den Händen? Ja. Ja. Nein, nicht so. Mit dem Teig muss man wirklich liebevoll umgehen. Ja. So, umdrehen, flach drücken. Und dann kannst du, guck mal, Schatzi, immer so ein bisschen Mehl nehmen auf den Nudelholz. Und genau. Und nicht zu doll, du, nicht zu doll drücken. Richtig schön fein ausrollen. Siehst du? Wenn du das drückst und festhältst, so richtig, reißt du deinen Teig. Deswegen musst du, guck mal, Oma legt die Hände, ups, und wenn du merkst, dass es wieder klebt, immer so zück, und dann ganz so vorsichtig, zück, hochheben, nur der Holz, und auf die andere Richtung, immer hochheben, und auf die andere Richtung, probier mal. So, das reicht, dass sie nicht zu dünn werden und so knusprig, ja? So, nicht schlimm. Ist ganz normaler Mürbeteig. Und wir wollen heute mit den Kreisen, und ich glaube, Lilian möchte noch Herzchen haben, werden wir dann ausstechen und auf einem Blech legen. Das Blech hat Oma schon vorbereitet. Habe ich einfach nur diese Dauerfolie drauf gemacht oder kann man Papier. Oder fettet man einfach das Blech ein. Macht man so. Macht man so viele komplette Teig, wie es ist. Und Oma kann schon das, was du ausgedrückt hast, auf dem Blech legen. Ja, Zusammenarbeit geht auch dann schneller alles. Dann haben wir heute zum Kaffee unsere erste Plätzchen, selbstgemachte Plätzchen. Und liebe Freunde, wenn ihr wollt noch mehr über Plätzchen-Rezepte wissen, habe ich in meinem Playlist Plätzchen wirklich sehr viele Rezepte. Deswegen schaut mal vorbei. So sieht er aus. Erstmal drücken wir jetzt die alle Plätzchen aus. Und dann machen wir auch Streusel. Oder Oma kann Streusel nebenbei machen, wenn du Plätzchen ausdrückst. Dann kannst du machen, wenn du willst. Okay. Okay, wir haben uns jetzt geeinigt. Lilian holt aus und steckt die Plätzchen aus. Und Oma macht schon nebenbei den Streusel. Für den Streusel, wie immer, habe ich jetzt Mehl genommen, weiche Butter. Und alle Zutaten, liebe Freunde, für dieses Rezept stehen immer unten in der Beschreibung. Zucker. Und statt Vanillenzucker nehmen wir ein bisschen Zimt. Und Rest von den Mandeln. Auch Prise Salz und ein bisschen Zimt nach Geschmack. Ein halber Teelöffelchen kann man reinmachen. Und mache erstmal mit dem Mixer und dann verreibe dann zum Schluss mit den Händen. So, das reicht. Es kann man schon den Backofen anmachen zum Vorheizen. 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. So, wir haben einige Masse unserer Plätzchen ausgedrückt. Haben wir so eineinhalb Blech bekommen. Und werden wir jetzt auf den Plätzchen unsere Streusel vorbereitet aufteilen. Und Lilian versucht aus Restteig irgendwas zu basteln. Mal schauen, was die da macht. So, ich gebe gleich schon auf den Teig den Streusel.
in die Mitte von der Streuselplätzchen machen wir so ein bisschen auseinander, so wie eine kleine Vertieferung. Ich werde euch gleich zeigen. Und füllen wir da so ein bisschen Marmelade oder Konfitüre. In meinem Fall nehme ich jetzt Kirschenmarmelade einfach in die Mitte. Und das wird, Lilian, darf ich kurz? Und das wird dann so aussehen. Einfach in die Mitte von der Streusel Marmelade einfüllen. So, bis das Lilian noch bastelt, werde ich schnell die Plätzchen fertig machen. So, mit Plätzchen machen sind wir fertig. So sehen die aus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir keine große Mühe gemacht. In der Mitte diese Vertieferung machen, habe ich einfach den Klecks von Marmelade oben drauf auf den Streusel gemacht. Und das so sieht unsere zweite. Lilin hat hier so was Ähnliches wie Kürbisse gemacht. Ja, so kleine Kürbisse. So wie kleine Kürbisse in den mit Marmelade. Ja. Jetzt geht es in den Backofen, ungefähr so für 15 Minuten backen. So, und ein kleiner Tipp wegen Streusel. Wenn ihr zu viel Streusel gemacht und wurde nicht alles verbraucht, absolut nicht schlimm, sogar sehr gut, weil dann habt ihr auch einen Streusel im Vorrat. Den kann man schön einfrieren. Macht es so, dass ihr umgerührt habt, dass er so locker ist, nicht fest. Deckel drauf und den Gefrierschrank. Und in den nächsten paar Stunden einfach nochmal reinschauen oder so umrühren oder mit den Schüssel einfach, wenn der Deckel drauf ist, einfach so schütteln und dann wird es angefroren und bleibt es als Streusel. Es ist wirklich perfekt. Ich hatte da sogar schon manchmal sowas mir einfach Vorrat reingemacht. Wenn wir dann Kuchen gebacken haben, oh, möchte gerne Streusel, weil ich mag sehr Streusel, dann hatte ich einfach eingefrorenen. So, haben wir unsere Plätzchen 17 Minuten im Backofen gehabt. Sehr vorsichtig, Schatz, es ist sehr heiß. Und den anderen auch. So, Lili und ihre Kürbisse sehen gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt können wir die Plätzchen abkühlen lassen, natürlich am besten. Aber wir nehmen schon ein paar auf den Teller. Dann werden die schnell abgekühlt, dass wir noch mal die probieren können und mal zeigen. So, wie sehen die unten aus? Interessiert mich, aber die sind sehr, sehr heiß. Die sind nicht dunkel, richtig normale Farbe für die Plätzchen. Mein Mann mag nicht, wenn es zu dunkel ist. So, und deine? Die sind sehr heiß. Aber sehen hübsch aus, Lilin. Hast du gut gemacht, mein Schatz. Echt, richtig hübsch. Könnt ihr alle so machen. So wie ein gefüllter Kürbis. Mann, ich glaube, das ist deiner, oder? Weiß ich nicht. Ja, bestimmt, das ist das erste. Aber der sieht hübsch aus. Richtig perfekt. Ja, das ist richtig hübsch. So, wir lassen die erstmal abkühlen. Aber wir werden jetzt eine doch aufbrechen und mal probieren, oder? So, wir nehmen ein Herzchen auf den Teller. Die Hälfte du und die Hälfte ich. Welche Hälfte nimmst du bestimmt hier? Nein, die. Die? Ja. Aber Vorsicht, sehr heiß und Marmelade besonders heiß, ja? Aber den Teig ist richtig schön. So Mürbeplätzchen oder wie Sandplätzchen. Sehr lecker. Es ist die Süße richtig perfekt, ja? Nicht zu viel, richtig lecker. So, liebe Freunde, wir sind wieder mal fertig, haben heute uns zum Kaffee leckere Plätzchen gebacken. Und wenn ihr die nachbackt, dann würden wir uns sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.